So, wenn wir gerade nicht auf dem Faustballplatz sind oder beim Essen in der Kantine, dann sind wir hier in unserer Unterkunft und die zeige ich euch einfach mal. Das ist unser schönes Wohnzimmer von unserem Apartment. Wir haben jeweils 4er-Apartments mit 4 Einzelschlafzimmern und das ist dann quasi so der Bereich, wo unser Wohnzimmer ist. Da sind noch trocknende Dreckwäsche und dann kommt einmal mit hier lang. So. Hier ist dann einmal mein Zimmer. Die meisten Sachen habe ich noch irgendwo weggeschmissen, es sah sehr dramatisch aus. Genau, ist nicht viel drin, ist nicht mehr das Modernste, aber ist total in Ordnung und irgendwie cool, dass man abends seine Ruhe hat. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier einmal den Raum mit der Dusche. Nicht viel drin, nur eine Dusche. Dann haben wir hier einmal unsere Toilette, die gerade besetzt ist, ist aber auch nur eine Toilette drin. Und Hini und ich haben hier das Glück, dass wir mit zwei Neuseeländerinnen zusammen wohnen. Also das ist so ein bisschen hostelmäßig. Das ist Tee. Ja, so, jetzt wollte ich Englisch reden. Also das ist ziemlich cool, dass wir hier mit denen zusammen wohnen, muss ich sagen. Und eigentlich, also es ist nicht das Modernste, aber es ist echt gemütlich, dass wir ein Einzelzimmer haben, abends unsere Ruhe haben und zwischendurch hier zusammen uns entspannen können. So, wenn wir die Spiele erst später haben, dann gehen wir jetzt erstmal zum Anschwitzen. Heißt einfach ein bisschen bewegen, dem Körper sagen, dass es losgeht. Also hier haben wir einen Kühlschrank, der ist gerade ein Vorzeigebeispiel. Gerade ist er prall gefüllt mit allem Möglichen, dass man mal ein bisschen Zucker reinkriegt, Powerade, Cola, Sprite, natürlich Wasser, was man hier definitiv braucht. Und wenn man hier rausgeht, das sieht man an der Scheibe auch schon ganz gut, ist es immer, als wenn man gegen so eine warme Wand rennt, weil der Eingangsbereich definitiv auch ein Kühlschrank ist. Also für uns geht es jetzt zum Einspielfeld. Wir schwitzen uns jetzt ein bisschen an und bewegen uns einfach ein bisschen.